Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier bei Zapunzel zum Frühstücksorakel, hätte ich jetzt bald gesagt, für Dienstag, den 27. September 2022. Und gestern ist das Scheitern hier auf den Tisch gefallen als Überschrift, die Chance aus Fehlern zu lernen. Was zeigt sich heute, Spirit? Um welches Thema geht es denn heute? Ja, einige von euch sind noch so ein bisschen unentschlossen. Wenn du deinem Bauchgefühl aber vertrauen würdest, dann wüsstest du ganz genau, welche Richtung du einschlägst. Ja, neue Schritte bedeuten Risiko. Risiko kann auch ja, beides bedeuten, entweder Erfolg oder Misserfolg. Wenn du aber stur davon ausgehst, dass das, was du tust, von oben geführt ist, dass nichts umsonst passiert, wenn du dir Fülle manifestierst, warum bist du dann noch unentschlossen? Ja, aus Angst. Aus Angst, ich erkenne, dass ich meine Entschlossenheit überprüfe, in der Energie der Liebe zu leben. Und manche verleugnen sich halt noch selbst. Das bekomme ich auch in den Privatreadings häufig mit. Die rennen vor sich selber weg. Die schmeißen ihre Energie entweder auf andere Menschen oder auf Tiere noch und nöcher. Die rennen vor sich selber weg, weil die eigenen Themen eben schwer zu tragen sind. Es wäre schön, wenn ein Mensch vorbeikäme, der tragen hilft, aber in erster Linie kannst du dich nur selbst tragen, wenn du denn ein erfülltes Leben führen möchtest. Nee, da habe ich jetzt, ich habe keine Lust aufs Tarot, dann nehmen wir jetzt mal die Edelsteinkarten mit von der Doreen Virtue. Welcher Heilstein könnte dich unterstützen hier? Das sind ja alles Energien, die nicht unbedingt hochfrequent sind. Dann haben wir einmal den Turmalin, Stressreduktion. Befreie deinen Geist, Körper und deinen Tagesablauf von Stress, um dich auszuruhen, Kraft zu sammeln und um dich zu erholen. Und das Gold. Guck mal, wie das glitzert hier. Das Gold. Gerade findet göttliches Eingreifen statt. Gott beantwortet aufrichtige Gebete mit Wundern. Heißt mit anderen Worten, alle die, die diese Ängste schon überwunden haben, die nicht mehr verleugnen, wer sie sind, auf die kommt jetzt der Goldregen herab. Ich suche gerade so ein bestimmtes Deck und finde es nicht. Habe ich das hier hingekramt? Und das die? Nee. Ah, ist egal, dann nehmen wir wieder die Kipper für das etwas genauere Betrachten des Tages. Dankeschön. Also das sind ja Karten. Halleluja, kann ich da nur sagen. Wir haben hier die tollste Glückskarte, die das Ding fast zu bieten hat. Der Jackpot, der ist am Samstag schon rausgefallen. Ich habe jetzt nicht gehört, dass jemand da wahnsinnige Gewinne gemacht hat in irgendeiner Art und Weise. Da geht es auch nicht in erster Linie um Geld, sondern innere Fülle. Fülle überhaupt. Dieser Tag bietet dir Fülle, wenn du mit deinen Augen die Welt mal ein bisschen leichter siehst, wie ein Kind. Wenn du eine Gemeinschaft bildest mit Menschen, die einfach deiner Seelenfamilie entspringen. Da kannst du alles erreichen, was du möchtest. Also mit dem Kind ist ja auch der Neustart angezeigt. Vielleicht hast du aber auch heute mit Kindern zu tun, die deine Unterstützung brauchen. Wie dem auch sei, das ist ein Tag, der sehr viel Potenzial hat. Take it or leave it. Die Entscheidung liegt immer bei dir. Und ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, liken, abonnieren, kommentieren. Freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet und gerne. Bis zum nächsten Mal.